Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der deutschen Glossybox Muttertagsedition. Die ist hier. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe diese Box zugeschickt bekommen, habe sie mir aber noch ein weiteres Mal bestellt, um sie hier in diesem Video verlosen zu können. Tada! Und wenn du Bock drauf hast, an dem Gewinnspiel teilzunehmen, dann schau gerne in der Infobox vorbei. Da sind alle Infos soweit verlinkt, reingeschrieben und so weiter. Glossybox Edition Muttertag. Designtechnisch sind wir genauso aufgestellt wie auch in der UK-Version. Ne, das sieht ganz genauso aus. Ich glaube, es gibt sogar noch eine weitere Variante in rosa. Und dann bekommst du halt entweder oder, ne? Das ist halt nicht auswählbar. Ich habe meine Box dann auch tatsächlich bestellt mit dem Code, den ich von Glossybox zugeschickt bekommen habe. Love You Mom nennt sich der nämlich. Denn normalerweise kostet diese Box für Nicht-Abonnenten 45 Euro, für Abonnenten 35 Euro. Wenn ich diesen Code eingebe, bekomme ich die für 24,50, weil ich bin ja auch Abonnentin, ne? Ja, 160 Euro Warenwert sind hier drin enthalten, hauptsächlich Pflege, nicht lange schnacken. Gucken wir mal rein. Ne? Also wirklich, die Box finde ich wunderschön. Die werde ich auch für meine Mom wahrscheinlich tatsächlich auch für Muttertag verwenden. Wir sehen die jetzt einen Tag vor Muttertag, ne? Oder vielleicht für meine Schwiegermama. Müssen wir mal gucken. Und so, prall gefüllt. Der Wahnsinn in Tüten. Genau, und hier haben wir auch dann diesen... Boah, dieser Duft, Entschuldigung. Super genial. Ein schöner blumiger, leicht frischer Duft ist mit dabei. Hier haben wir dann das Heftchen, wo drin steht, was drin ist, beziehungsweise ein QR-Code, wo man die Produkte nachgucken könnte. Aber wir gucken mal, was die Boxenpacker hier so reingeschrieben haben. Genau, hier haben wir die beiden Versionen auch aufgeführt. Glossybox Mother's Day Limited Edition. Hey Glossy, you are the best. Unsere Mother's Day Limited Edition ist ein ganz besonderes Geschenk an dich. Denn mit dieser Glossybox möchten wir dir sagen, schön, dass es dich gibt. Fühl dich geliebt und wertgeschätzt. Im Innern der Box warten wundervolle Must-Haves auf dich. Bereit, dir die Beauty-Liebe zu schenken, die du verdienst. Alle wichtigen Informationen zu deinen neuen Essentials sowie Links zum Nachshoppen findest du in unserer digitalen Produktkarte, die du ganz einfach per QR-Code aufrufen kannst. Viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren wünscht dir dein Glossybox-Team. Jo, ne, da kann man dann theoretisch hier den QR-Code abscannen. Ich finde die echt hübsch, tatsächlich. Also schönes Design. Ich mag dieses Blau-Gelbe total gerne leiden. Nein, ich habe mich outfit-technisch nicht extra auf die Box abgestimmt, tatsächlich. Das kam jetzt tatsächlich sehr, sehr spontan. Mache ich hier mal den Klebebi auf. Klebebi. Oh, ich glaube, das hier ist dafür verantwortlich. Hier ist nämlich so eine Kerze drin. Guck mal, wie prall die gefüllt ist. Aber ich sehe hier auch dekorative Kosmetik drin. Also Full-Face-Beauty-Boxen. Ich mache die Box noch. Nein, ich mache sie im Mai auf. Genau. So, dann kommt es im Mai rein. Ist auf jeden Fall safe. Juwelkerze, klar. Probe nicht zum Verkauf. Na gut, kriegen wir hin. Ist so ein Teelicht. 37 Gramm. Ja, das ist der Duft. Hier habe ich ein bisschen Lippenstift dran gemacht. Die werde ich aber auch dann für mich verwenden, ne? Mama, weil du besonders bist. Ja, aber da nehme ich... Ja, steht hier Mama auch drauf, ne? Vielleicht doch für meine Mama. Riecht auf jeden Fall ziemlich geil. Also den Duft mag ich gerne leiden. Mag ich. Das ist... Was ist das denn für ein Duft, sag mal? Steht hier irgendwas bei? Nee. Es riecht auf jeden Fall ziemlich gut. Blumig halt, ne? Nach einem relativ schweren, blumigen Duft. Und da glaube ich schon, dass ich meine... Ja, komm, schenke ich meiner Mama. Ne? Freut sie sich. Dann habe ich hier eine kleine Geschichte drin, was ich aktuell nicht verwenden darf, von Elisabeth Arden aus New York. Retinol Ceramid Line Erasing Eye Cream, 5 ml. Würde ich mich aber theoretisch drüber freuen, wenn ich nicht schwanger wäre. Ich mache aktuell noch so ein Video, das kommt dann wahrscheinlich nächste Woche online, welche Inhaltsstoffe man halt in der Schwangerschaft vermeiden sollte am besten. Ne? Da gehört Retinol auf jeden Fall auch mit dazu. Und ja, eine Augencreme, 5 ml. Richtig geil, kann man dann halt auch für so einen, Wochenendtrip oder so gut mitnehmen. Ne? Und Retinol ist halt das Anti-Aging-Gedönsen überhaupt. Dementsprechend passt das halt auch wirklich gut. Ich würde mich drüber freuen. Meine Mom? War wahrscheinlich auch. Ja. Dann habe ich hier von Kriolan etwas drin. Eyeshadow Iridescent. Okay, das ist ein Lidschatten. Ein Mono-Lidschatten mit 2,5 Gramm.
Kann geil sein. Ich bin jetzt kein Fan von Monolith-Charten. Ich sammle die ja alle, ne? Und dann mache ich auch dieses Jahr wieder eine große Verlosung oder einen Adventskalender oder so, wo die ganzen Monos dann reinkommen. Und der gehört dann auf jeden Fall auch mit dabei. Pearl Rose. Ich meine, den kannst du theoretisch auch als Highlighter verwenden, ne? Also das ist ja nicht in Stein gemeißelt, für was man welches Produkt verwenden darf. Und der wäre auch sehr, sehr schön dafür. Mir persönlich aber sogar ein bisschen zu kühl. Aber ich glaube, ja, den kannst du auch als Highlighter eigentlich verwenden, ne? Riolan ist ja eigentlich eine Marke, die für Theater-Make-up verwendet wird, dementsprechend immer sehr haltbar. Ne? Deswegen, aber cooles Produkt auf jeden Fall. Also das kannst du auch schön für den Inner Corner verwenden oder so. Ich bin halt kein Fan von Monolidschatten, aber das wird sein Zuhause finden. Das ist überhaupt kein Problem. Und ich muss halt auch sagen, wenn man Mama ist oder, ne, wenn ich das meiner Mom schenke, die ist halt auch einfach schon ein paar Jährchen älter, die ist 60, ne, also älter als ich halt. Dementsprechend hat die auch nicht so Bock, sich mit einer Lidschattenpalette hinzusetzen und sich da irgendwie den Ultralook des Universums zu schminken. Der reicht es auch wirklich, wenn sie einen Monolidschatten hat. Also ich glaube schon, dass es sie erfreuen würde und auch für den Alltag sehr gut geeignet ist dementsprechend. Ich muss ja auch immer so ein bisschen umdenken, ne? Das ist ja nicht, dass alles, was mir gefällt, heißt, dass es das Nonplusultra ist und dass das auch genauso dann in der Box drin sein sollte, sondern ich muss dann ja auch manchmal ein bisschen mehr universal denken, ne? Dann habe ich hier was von Mitchell & Peach drin und zwar Body Oil. Das finde ich schon wieder richtig geil und werde ich verwenden. English Growers. Okay, 50 Milliliter haben wir hier drin. Und da ist Mandelöl, Vitamin E drin. Und jo, das kann ich mir sogar vorstellen. Ich fahre jetzt nächste Woche tatsächlich, ich drehe jetzt das Video am 4. Mai. Und nächste Woche bin ich auf Corfu. Da kann ich mir vorstellen, dass ich das auch mitnehme und dort dann verwenden werde, weil ich brauche ja ein Körperöl, ne? Und das ist eigentlich eine schöne Reisegröße. Und das ist aber ziemlich teuer, ne, eigentlich. Das riecht aber angenehm. Fruchtig frisch, schon, ne? Also mag ich schon gerne leiden. Doch, ja. Dann habe ich hier auch noch etwas mit drin von Ila Maska. Das müsste ich tatsächlich schon haben. Der Liquid Eyeliner, 1,2 Milliliter sind die drin. Ich glaube, den habe ich schon da. Dann kommt der, den ich habe, in meinen Fullface Beauty Boxen rein, ne? Ich meine, das, ja, der kommt mir sehr bekannt vor, weil ist auch öfters mal in der Look Fantastic Box drin. Kleine Kugel. Schaut so aus. Ich kann euch auch mal die Spitze zeigen. Ist ja jetzt nicht, ne? Ist ja nichts verschweißt hier. Ja, den müsste ich haben. Das ist so eine klassische Filzstiftspitze. Da muss man halt nur aufpassen, dass er einem nicht zu schnell austrocknet oder so. Aber sowas finde ich klasse. Den kann man gut gebrauchen. Das ist auch eine gute Geschichte in so einer Muttertagsbox. Meine Mom verwendet zum Beispiel auch solche Eyeliner. Die wird sich da mega drüber freuen. Dann habe ich hier ein Niacinamid Serum Power Actives 5% Niacinamid von Drs. Cosmeceutical. Ja, Skincare Formula. Und diese 5% Niacinamid ist halt das Klassische, was man halt immer so findet. Witzig, dass es hier an der Seite irgendwie aufgeht. Ist, achso, da hat sich der Klebi wahrscheinlich einfach gelöst. das muss wohl nicht so. Wir gucken uns aber trotzdem mal hier das Innenleben an. Ach, guck mal, das ist so ein Pipettending. Schönes Serum. Also Niacinamide sind hautberuhigend, kann ich empfehlen. Ist eine gute Geschichte immer, ne? Das finde ich klasse, mag ich gerne leiden. Auf jeden Fall eine gute Sache. Das ist ja auch so gegen Rötung, Hautirritationen und so. Und dementsprechend in einer solchen Box auch sehr gut aufgehoben. 30 Milliliter sind hier drin enthalten. Und ja, 2 bis 3 Tropfen auf das Gesicht, den Hals und den Ausschnitt auftragen. Genau, ne? Dann einfach die Creme drüber. Fertig ist die Laube. Finde ich klasse. Wir haben hier noch mehr dekorative Kosmetik drin. Ich dachte echt, wir hätten hier so eine reine Pflegebox. Pustekuchen. Hier habe ich Yummy Lips. Serve your yummy lips with your incredible lecker Lip Tint. Aha. Habe ich hier in der Farbe Slow Jams. Blueberry Scented. Oh, mit Blaubeerduft. Und von Incredible hatten wir immer mal wieder so Nagellacke mit drin. Finde ich übrigens interessant, dass hier scheinbar kein Nagellack drin ist. Haben wir sonst immer in solchen Boxen. Und ein Jelly Highlighter hatten wir schon mal von Incredible. Ja, ich mach mal auf. Huch. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den dann ziehen werde beim Full Face Beauty Boxen, aber ich finde den gerade ganz interessant. Jetzt habe ich hier so ein Klebevieh abgemacht. Da dumm. So sieht der aus. Oh nein, den kannst du nicht wieder zurückdrehen. Das heißt, ich drehe den jetzt auch nicht hoch, ne? So sieht er aus. Ich swatch den jetzt auch noch nicht, weil ich gucke mal, ob ich den ziehe, ne? Riecht jetzt so erstmal nach nichts. Bin ich sehr gespannt drauf. Mal gucken.
Mal gucken, mal gucken. Hier habe ich was drin, das finde ich schön. Das hatte ich schon mal. Es Oliver Pure Scents Woman Magnolia Bamboo Leaves Rose. Das ist ein Duschgel mit 75 ml. Habe ich schon mal leer gemacht. Letztes oder vorletztes aufgebraucht Video, da war der auch drin. Mega geiler Duft. Werde ich behalten. Finde ich klasse. Ist ein toller Sommerduft. Das ist so blumig und mega schön. Obwohl ich die S. Oliver Düfte an und für sich, also so für Parfum, nicht so ultra feier, weil das nicht so langanhaltend ist, aber unter der Dusche sehr geil. Und jetzt kommen wir mal zum Hauptvieh des Ganzen. Babor. Babor, Babor, Babor. Barborium, sagt Marion immer. Cleansing and Skinovage Miniset. Und da ist halt was für die Hautreinigung und eine Moisturizing Cream drin. Der Wahnsinn, oder? Ein richtig schönes Geschenkset. Mag ich gerne leiden. Oh, das sieht hübsch aus. Einmal ein Enzymreiniger. Das finde ich hübsch, ne? Das kann ich auch sehr gut aktuell verwenden, tatsächlich. Und eine Moisturizing Cream von Skinovage sind hier drin enthalten. Beides hat 20 Gramm bzw. 20 Milliliter. Und sowas ist nicht günstig, Leute, ne? Eine High-End-Brand, More Radiant Skin, More Beautiful for You. Also eine Strahlkraft soll das Ganze geben. Finde ich gut. Also ich freue mich über die Produkte. Ich freue mich übrigens auch sehr, dass wir so viele dekorative Kosmetikprodukte hier drin enthalten hatten. Und würde auch sagen, dass es eine Box ist, die auf jeden Fall für eine Mutti, ich bezeichne mich jetzt ja auch mittlerweile als Mutti, mein Freund nennt mich immer Mutti. Aus Spaß. Mittlerweile darf er. Genau, also ist auf jeden Fall schön. Wir haben hier so ein bisschen dieses Kerzengedönsen mit dabei, dass man so ein bisschen, ne, Licht, yay, Liebe, Wärme, Tüdelü, dann ein bisschen Pflege, ein bisschen dekorative Kosmetik und vor allem auch brauchbare Produkte. Ich find's cool. Schreibt mir mal gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Also ich finde, dass die Box sehr gut gelöst ist, weil wir wirklich so von allem ein bisschen was drin haben, jetzt abgesehen von den Haaren. Aber das ist, glaube ich, auch eine relativ schwierige Geschichte, denn die Box war ja echt prall gefüllt, ne? Ich fand's cool. Wie gesagt, ihr könnt eine Box gewinnen. Schaut dafür gerne in der Infobox vorbei. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich da echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!